Los geht's. Hi zusammen. Ich bin Marco. Ihr seid bei Huawei Talk Folge 4. Heute mit einem Jahresrückblick oder besser gesagt einem kleinen Jahresfazit 2022 in Bezug auf Huawei. Einem, ja, Marco Motz zum Thema Software. So ein kleiner Rundumschlag. Einem Ausblick auf 2023. Was bietet Huawei noch? Was zeigt uns Huawei noch? Und natürlich, wie gehabt, einem kurzen Ausblick, was erwartet euch demnächst noch auf huawei.blog. Gleich geht's los. Ja, starten wir mit dem Rückblick. Normalerweise liste ich euch immer feinsäuberlich auf, was wir übers Jahr verteilt von Huawei so alles gesehen haben. Fürs Jahr 2022 möchte ich das beschränken auf genau zwei Geräte und vielleicht noch ein, zwei Ereignisse. Das erste Ereignis war im Januar, das Huawei P50 Pro ist endlich in Deutschland verfügbar. Das zweite Ereignis, das Mate 50 Pro, wurde vorgestellt, auch für Deutschland, im Oktober. Ja, und das war es auch schon an den großen Smartphone-Highlights. Und vorwegnehmen fürs zweite Thema, das wird es dann wohl auch in Zukunft erstmal gewesen sein. Denn wir hatten an der IFA noch das Nova 10 Pro, hatten es promoted, hatten alles vor Ort auf der IFA damit fotografiert, aufgenommen, uns die Kamera angeguckt, uns die Selfie-Fähigkeit angeguckt. Mit dem Ergebnis, dass dann nachher alles zurückgezogen wurde und das Nova 10 Pro überhaupt nicht kommt. Das Nova 10 lange in der Diskussion war, auch nicht kommt. Fazit, es kommt nichts weiter. Und das ist ein bisschen dünn, aber war nicht anders zu erwarten und wird auch nicht 2023 anders zu erwarten sein. Auch da rechnen wir nur noch mit den großen Flaggschiffen, sprich dann einem P60 oder einer P60-Reihe im Frühjahr, einer Mate 60-Reihe im Herbst. Darüber hinaus rechnen wir nicht mit weiteren Smartphones von Huawei. Es ist einfach so, die Einschränkungen, angefangen bei dem Fehlen der Google Dienste, dann aber inzwischen auch noch bei dem Fehlen der 5G-Fähigkeit. Die Huawei-Geräte kommen ja alle nur noch mit Snapdragon-Chipsatz, aber einem Snapdragon, der nur 4G beherrscht. Dazu kommt dann noch, muss ich sagen, der Preis, der weiter auf einem Niveau ist, wo ich als Kunde nicht mehr bereit bin, 1.300 Euro für die Technik auszugeben, wenn mir Google-Dienste und 5G, also absolute Standards, einfach fehlen. Und dann last but not least auch das Thema Software, was mich dann nahtlos zum zweiten Teil heute bringt. Marco Motz zum Thema Software. Es ist der absolute Wahnsinn, was ich da dieses Jahr auch wieder erleben musste. Fangen wir mal an beim Thema Werbung. Der Kollege Technikfault hier, Grüße an der Stelle, hat es von Anfang an bemängelt. In jeder App oder vor allem damals bei der App Gallery ist es aufgefallen, kommt am Anfang Werbung. Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist so schlimm geworden, in jeder App ist es die App Gallery, ist es die Designs App oder auch Huawei Video. Ich zahle für den Dienst, ich habe den wirklich noch abonniert und da kommt am Anfang Werbung für etwas, wo ich Geld für zahle. Wie will man mich da noch überzeugen? Ich setze aber noch einen drauf. Wir hatten auf der IFA mal wieder die Gelegenheit genutzt, mit Verantwortlichen zu sprechen. Rainer hat moniert, dass eben die App Gallery nicht all das abbildet, was der europäische Nutzer so braucht und es an unserem klassischen Beispiel Pokémon Go festgemacht. Zwei Tage später kam der Verantwortliche, wohlgemerkt der Verantwortliche der App Gallery und wollte uns erklären, wie man Pokémon Go doch sideloaden kann. Ja, das wissen wir auch, aber es läuft halt nicht. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, Mensch, wofür melde ich über die App Gallery, über Mails, über was auch immer, diese ganzen Probleme an Huawei, wenn in 2022 offensichtlich nicht mal der Verantwortliche für diesen App Gallery, also den Softwarebereich, kapiert hat, was das Problem ist. Wenn also 2,5 Jahre nach Beginn des Embargos offensichtlich immer noch nicht klar ist,
woran es hängt, woran es hapert, dann schwindet auch bei mir die Hoffnung. Und Leute, damit könnt ihr keinen Blumentopf mehr gewinnen, denn die Software macht es aus. Rainer hat es in einem seiner letzten Artikel schon erwähnt. Ich habe mittlerweile auch vom wirklich geliebten Mate 40 Pro gewechselt. Mein Hauptgerät ist inzwischen das Google 7 Pixel Pro. Und es tut mir leid, ich vermisse an vielen Stellen einiges, aber es ging nicht an. Weiteres Thema Software, EMUI 13. EMUI 13 vorgestellt mit dem Mate 50 Pro. Infos bislang null, gar nichts. Während wir in China Harmony OS 3 haben, gibt es hierzulande nichts über ein neues Update auf EMUI 13. Gar nichts. Es gibt keinen Zeitplan, es gibt null Infos, es gibt null Gerüchte. Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt kommt. Auch das ist natürlich eine Taktik, die ich nicht verstehe. Wie will man die Kunden, die man noch hat, überzeugen? Man konnte mit EMUI 12, was man auf viele ältere Geräte auch verteilt hat, echt nochmal ein bisschen punkten. Da gab es viele, die gesagt haben, wow, auf meinem Mate 20, selbst auf dem Mate 10 Pro wurde es noch verteilt. Wer jetzt denkt, ey, mit der Taktik könnte man doch fortfahren bei EMUI 13, ja, offensichtlich weit gefehlt. Denn man fährt die Taktik, wir sagen wie immer nüscht und verlieren weiter Kunden. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr es mir erklären könnt, gerne in die Kommentare. Ja, dann sind wir auch schon beim Ausblick 2023. Ich habe es eben schon gesagt, wir rechnen im Bereich Smartphones mit nichts mehr. Mit nichts mehr als den Flaggschiffen, die man weiterbringen wird, um zu zeigen, hey, Technik können wir. Und ja, das können sie wirklich. Ich habe eben angesprochen, ich nutze jetzt das Google Pixel 7 Pro. Für mich das Gerät des Jahres, gerade auch Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich vermisse so viele Kleinigkeiten. So viele Kleinigkeiten, die ich von den Huawei-Geräten einfach gewohnt war. Die in die Software, in die eigene EMUI-Oberfläche oder ins EMUI-System eingebunden waren. Das Doppelklopfen für einen Screenshot oder noch viel häufiger in letzter Zeit, das Zeichnen für den Scrollshot. Das sind banale Dinge. Ich könnte eine ewig lange Liste machen. Es gibt schon viele tolle Dinge, die Huawei in den letzten Jahren da gebracht hat und die ich jetzt vermisse. Letztendlich können die aber nicht das aufwiegen, was nach insgesamt jetzt 3 Jahren ohne Google-Dienste mir das Pixel 7 wieder bietet. Vor allem auch im Hinblick auf 5G, auf angemessene Geschwindigkeiten, das Datenvolumen mobil, das steigt. Und da bin ich einfach mit einem aktuellen Gerät besser aufgestellt als mit einem Mate 40 Pro oder dem, was Huawei jetzt aktuell nur noch im Portfolio hat. Andererseits möchte ich aber auch ganz klar hier sagen, ich sage Huawei nicht tot. Im Gegenteil, es gibt viele tolle Produkte. Bei mir weiterhin, was ich nicht mehr missen möchte, der MateView Monitor, der an meinem Laptop hängt. Oder seit Weihnachten neu bei uns zu Hause der MateView GT. Toller Gaming-Monitor, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, der hat was. Laptops, gerade schon angesprochen, das sind super Geräte, die echt überzeugt haben in den letzten Jahren und auch viele Soundprodukte. Ja, ich weiß, mit dem Sound X gab es da für mich einen ganz großen Knüller, Kracher im negativen Sinn. Aber seien es die Studio-Kopfhörer, seien es die ganzen Freebuds-Kopfhörer, von wirklich den Einsteigermodellen für wenig Geld, guten Sound, bis zu den Freebuds Pro 2. Da konnte Huawei liefern. Und da denke ich auch, dass man im nächsten Jahr zeigen wird, wir sind noch da. Das bringt mich dann auch zu einem kleinen Ausblick auf das, was euch noch auf dem Blog in nächster Zeit in geschriebener Form erwartet. Da ist ein weiteres Highlight. Der Rainer testet die Huawei Watch D mit Blutdruckmesser. Er hat es schon angesprochen, er testet die nicht mit einem Huawei Smartphone, sondern mit seinem iPhone 13 Pro. Und da gab es natürlich direkt die Ersten, die rumgeschimpft haben. Oh, der Huawei-Blog testet mit dem iPhone. Wo ergibt das denn Sinn? Ja, es ergibt Sinn. Wer von Anfang an zugehört hat und erkannt hat, dass im Bereich Smartphones Huawei einfach auf dem europäischen Markt momentan kein Bein auf den Boden kriegt. Aber andere Produkte hat die überzeugen.
Da ist es doch nur logisch, dass man wissen will, wie funktionieren denn diese anderen Produkte eben gerade nicht mit Huawei-Smartphones, die nicht mehr im Umlauf sind. Deshalb sind wir dazu übergegangen, einfach auch diese Geräte, sei es Sound, sei es Wearables, Watches, eben mit anderen Smartphones, also Smartphones anderer Hersteller zu testen, um euch einfach eine Rückmeldung zu geben, wie funktioniert das? Sinnvoll? Aus unserer Sicht ja, aber auch hier gebt uns gerne eine Rückmeldung, was ihr davon haltet. Daneben gibt es auch noch, hat ein bisschen gedauert, demnächst den MateBook X Pro 2022 Test. Vielleicht erinnert ihr euch, auf der IFA vorgestellt. Jetzt endlich hat der Dominik den Test soweit abgeschlossen und sollte demnächst sein Fazit zum Besten geben. Also schaut mal rein, auch auf dem Blog. Es gibt nicht mehr so viel wie noch zu der Hochphase vor 3-4 Jahren, aber Huawei Blog gibt es auch 10 Jahre nach Beginn weiterhin für euch. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns und wir schauen, ob wir für euch testen können. Bis dahin sage ich ciao, alles Gute, euer Marco.